Ja, das wird ordentlich reinspielen, denke ich mal. Scheiße. 90% Frische, na, da brauche ich mich nicht wundern. Jetzt ist die letzte Etappe, ne? Ne, das war die hier. Ach, du Scheiße, da kommen noch zwei Etappen, durch die wir uns durchquälen müssen. Und die letzte, die ist egal, die können wir auf einer Arschbacke runterreißen, wenn wir uns vom Feld mitziehen lassen. Das ist kein Thema. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Das wird nochmal eine Tortur jetzt. Und die wollten, nee, die wollten sogar Platz 10 in der Gesamtwertung haben, ne? Das heißt, ich müsste ja irgendwie in der Etappe nochmal angreifen. Aber gut, Frische ist jetzt wieder auf 100, aber also zumindest die hier. Aber die hier ist komplett down. 80% Fitness, ey. Und die stellen mir eher mit einer Durchschnittswertung von 59 teilweise als Schutz hin. Geiles Team. Ja, very hilly ist die Route. So, okay. Unter die ersten 15 der Etappenwertung. Wissen die um meinen Gesundheitszustand? Ich lasse es erstmal ein bisschen ruhiger angehen. So. Hallo, bisschen ruhiger. Diese bergige Landschaft, die scheint mir echt entgegenzukommen, wenn ich meine Fitness momentan begutachte. Im Vergleich zu meinen Teamkollegen. Die hier schon zu kämpfen haben. Okay, jetzt muss ich auch ein bisschen höher gehen. Wollen Sie es ja ganz schön wissen. Hier zerfällt alles, kleine Krüppchen, ey. Das könnte aber vielleicht auch nochmal unsere Chance sein, wenn wir hier vorne dranbleiben könnten. Das gelbe Trikot, das hat teilweise echt Probleme dran zu bleiben. Aber die Scheiße ist halt, bei so einer Strecke kannst du nicht so schnell mal 5 Minuten rausfahren wie bei der vorhergehenden.
5 Minuten war schon übelst heftig, ey. Aber das ist das Geile eben an solchen Bergankünften. Weil die dann komplett ins Ziel schleichen eigentlich. Spiel mich schon wieder kaputt um mich rum, die Jungs. Hälfte erst, noch nicht mal die Hälfte rum vom Rennen. Zehner Gruppe. Ja, cool. Ja, cool, wenn wir hier drin bleiben könnten. Ja, ich schätze mal, ein paar Leute werden vielleicht sogar mal abreißen lassen. Ja, das fängt ja schon an. Wenn wir das schaffen. Könnten wir vielleicht doch nochmal paar Plätze in der Gesamtwertung gut machen. Ich glaube zwar nicht, dass es zu Platz 10 reicht, aber vielleicht haben wir ja diesmal sogar das Glück, was uns damals bei den 2 Sekunden gefehlt hat. Mal schauen. Momentan sind wir ja wieder gut in Verfassung. Wir haben uns ein bisschen ausgeruht jetzt. Kilometer noch. Ich mach mir halt momentan nicht so wirklich einen Kopf über irgendwelche Angriffe. Ich weiß halt nicht, ob das Sinn macht. In dem Zustand momentan. Kilometer noch. Und wir sehen eigentlich relativ gut aus. Dafür, dass die Etappe doch nicht gerade einfach ist und wir nicht wirklich fit sind. Ist halt die Frage, wann wir den Energieriegel schmeißen und dann eventuell gucken, dass wir uns davon noch ein bisschen ziehen lassen. Zum Kilometer. Aber die haben alle ziemlich zu kämpfen. Die gehen alle aus dem Sattel hier hoch. Ja, aber was will ich denn von so einem kleinen regionalen Team? Was müssten da erwarten, wenn ich als Neuling hier schon eigentlich der ihre einzige große Hoffnung bin, irgendwo mal irgendwelche Wertungen zu gewinnen? Oh shit, oh shit, die verschärfen das Tempo hier vorn. 10 Kilometer noch. Ich habe halt keine Wasserträger. Das würde vielleicht auch nochmal was ändern, wenn ich hier kontinuierlich vor Leute hätte, die mich mit Wasser versorgen. Naja gut, jetzt kann ich das Tempo vorne nicht mal mitgehen, glaube ich. So. Okay, bei 4 Kilometern schmeiße ich den Energieriegel.
Jetzt. Und wenn der zündet, brauche ich hier das Ding rein und dann gucken wir mal. Vorne sprinten sie schon. Ich habe noch 1,7 Kilometer zu fahren. Okay, jetzt zündet er. So, und jetzt hauen wir nochmal alles raus. Zieh noch vorbei, zieh noch vorbei. 11. Platz. Ah. Ich glaube, ich habe es ein bisschen verpennt. Jetzt so zum Schluss hin. Hätte man noch ein bisschen intelligenter anstellen können. Die waren dann mit einem Mal weg, aber das war halt so zerfasert hier alles. Das sieht man ja. Hier kommen maximal 5er Gruppen rein. So wirklich an, in eine Gruppe ransaugen konntest du dich halt gar nicht mehr. Na, mal schauen, wo es geendet ist. Obwohl, eine Etappe ist ja noch, aber ich glaube nicht, dass dort noch viel passiert. Platz 11, 35 Sekunden. Schade. Schade, schade. Bloß weil ich einen Platz hinter bin, sagen sie schwach. Aber hier, wieder Etappenziel erreicht. Das ist ja schon mal was wert. So, und jetzt kommt noch die 111 Kilometer. Nein, 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 nicht mein Terrain. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie eine Möglichkeit haben, die halbe Minute zu dem... Oh Gott, was ist denn das für eine Fahne gewesen? Weißrusse? Usbeke? Ich glaube, Usbeke war das, ne? Keine Ahnung. Dass wir das mal rausholen. Das wird er wohl nicht mehr abreißen lassen. Fitness plus noch 70. War den ersten auf 80 oben. Also, nee, da brauchen wir uns keine großen Hoffnungen mehr machen. Wir sind bloß noch zu fünft. Wir haben ureinige Leute aufgegeben. Also den einen hatte ich ja erst gesehen, der war durch den Sturz und dann war der, glaube ich, irgendwie 44. Verfolgergruppe, wo er dann aufgegeben hatte. Und ich meine, mit solchen Gurken, wenn du solche Leute im Team hast, was willst du da? Sind wir mit die schlechtest aufgestellten. Wir sollen noch mal ein bisschen Zeit auf die anderen gut machen. Naja, ich schaue mir das erstmal an hier. Gut, jetzt hätte ich es vielleicht probieren können. In der Ausreißergruppe, weil jetzt hat mich garantiert keiner mehr auf dem Schirm. Aber ich habe halt keine Leute, die mich unterstützen, das ist halt... nicht denn irgendwie Anweisungen geben. Also zumindest nicht das Tempo. Die Anzeige bräuchte ich.